Günther liest in der Neuen Zürcher Zeitung. Walter Hahn, ein 25-jähriger Bankräuber aus Basel, ärgert sich. Gestern hat er 12:02 eine Bank in Zürich beraubt und ist dann mit 200.000 Franken spurlos verschwunden. 2 Stunden später ist er 10 Kilometer südlich von Andermatt mit seinem Wagen in eine Schlucht gestürzt. Jetzt liegt Walter Hahn mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus und vor seiner Tür sitzen Tag und Nacht Polizisten. In dem abgestürzten Wagen hat die Polizei von Andermatt die 200.000 Franken gefunden. Unser Reporter Friedrich Weber hat gestern mit dem Bankdirektor gesprochen. Herr Direktor, wie konnte das passieren? Das ist alles sehr schnell gegangen. 12:05 hat mein Telefon geklingelt. Ich habe den Hörer abgenommen und mich gemeldet. Ein Mann fragt mich, sind Sie der Herr Direktor? Ich antworte, ja. Darauf fragt er weiter, sehen Sie die Flasche auf der Fensterbank im Schalterraum? Wie bitte? Wer sind Sie denn? Was wollen Sie überhaupt? Er fragt nochmals, Ihre Tür ist doch offen, nicht wahr? Sehen Sie die Flasche denn nicht? Sehen Sie doch mal auf der Fensterbank nach, aber lassen Sie die Flasche stehen. Ich lege den Hörer auf den Schreibtisch und sehe nach. Es stimmt. Auf der Fensterbank steht wirklich eine Flasche. Ich nehme den Hörer wieder auf. Ja, Sie haben recht, dort steht wirklich eine Flasche. Gut, in der Flasche ist Nitroglycerin. Ein gefährlicher Sprengstoff. In genau 3 Minuten schießen meine Kameraden die Flasche kaputt. Und dann gibt's keine Bank und keinen Direktor mehr. Verstehen Sie? Natürlich habe ich ihm nicht geglaubt. Ich sage, lassen Sie mich in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei. Schauen Sie mal zum Fenster hinaus, Herr Direktor. Im Haus gegenüber, im 2. Stock, steht ein Mann mit einem Gewehr. Sehen Sie ihn? Er schießt in 2 Minuten. Die Zeit läuft schnell, nicht wahr, Herr Direktor? Ich sehe den Mann tatsächlich. Was tun? 2 Minuten sind kurz. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wir brauchen 200.000 Franken. Sie nehmen das Geld und legen es in einen großen gelben Briefumschlag. Dann verlassen Sie die Bank und gehen in Richtung Bahnhof. Sie bleiben immer auf dem rechten Bürgersteig. Und Sie brauchen die Polizei nicht anzurufen. Sie haben nämlich jetzt noch genau 55 Sekunden Zeit. 50 Sekunden später war ich unterwegs. Der Mann im 2. Stock war immer noch da. Ich gehe etwa 300 Meter, dann gibt mir plötzlich jemand einen Stoß und ich falle hin. Der Briefumschlag ist natürlich weg. Den Räuber habe ich überhaupt nicht gesehen. Unser Reporter hat auch noch mit Kommissar Kunz gesprochen. Herr Kommissar, ist der Fall jetzt völlig aufgeklärt? Ja, das kann man sagen. Ich habe eben mit dem jungen Mann gesprochen. Ist er schwer verletzt? Nein, er hat Glück gehabt. Eine Gehirnerschütterung, das ist alles. Wie haben die Verbrecher gearbeitet? Walter Hahn hat allein gearbeitet. Aber der Direktor hat doch einen Mann im 2. Stock gesehen. Und das Gewehr. Das war kein Mann, sondern nur ein Luftballon. Und das Gewehr war ein Spazierstock. Dann hat Hahn also die Flasche selbst auf die Fensterbank gestellt. Ja, kurz vorher war er in der Bank. Und übrigens, in der Flasche war nur Wasser. Und dann hat er den Direktor angerufen? Ja, aus einer Telefonzelle, 50 Meter von der Bank. Ach so. Jetzt noch eine Frage. Wie konnte er später spurlos von der Straße verschwinden? Sehr einfach. Durch den Keller von Haus Nummer 68. So kam er in die Wilhelm-Tell-Straße. Dort ist er in seinen Wagen gestiegen und in Richtung Süden gefahren.